Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem relativ spontanen Nachmittag hier beim Phantasialand Wintertraum. Wir sind heute hauptsächlich hier, weil unser guter Freund Tobi zu Besuch ist. Und die Gelegenheit wollten wir natürlich nutzen, uns dann hier mal zu treffen und generell einfach mal wieder hier zu sein. War jetzt schon wieder länger nicht mehr hier. Ich bin viel zu warm an, weil es ist eigentlich ziemlich kalt, ziemlich warm. Was rede ich? Die anderen hocken jetzt noch in der Taverne und sowas am Schnabulieren. Da stoße ich jetzt aber noch nicht dazu. Ich gucke mal, ob ich in der Zeit schaue, noch was fahre, bis sie da rauskommen. Na, ich frage mich, wofür das wohl ist. Und dann gucken wir uns mal die ganzen neuen Sachen an, die es dieses Jahr beim Wintertraum 2022/2023 hier zu entdecken gibt. Bin schon sehr gespannt. Ich meine, offensichtlich gibt es hier irgendeine Art von Projektionsgedöns auf diesem Ding da. Mal schauen, was so abgeht. Hab schon Bock. Gerade mal geguckt, wie es Talokan so geht, so als erstes, während die anderen noch essen. Talokan geht sehr gut, muss ich sagen. Sehr schöne Fahrt. Viele Überschläge, schön wuchtig immer durch diese langen Rundfahrten, die mir fast am meisten Bock machen an dem Teil mittlerweile. Sehr schöne Fahrt. Jetzt schlendere ich mal noch ein bisschen weiter und warte, dass die anderen fertig sind mit Essen. Es ist übrigens nicht das Vorteilhafteste auf der Welt, wenn es regnet und man auf der Wandseite sitzt bei Talokan, weil man dann 10 Sekunden lang auf dem Rücken liegt und in den Regen glotzt. Ich komme jetzt so langsam in die Mood, ich komme jetzt so langsam an. Ich war ja seit Sommer nicht mehr hier. War es Fakt, das ist nicht das erste Mal, dass ich den Baum diese Saison sehe. Weil wenn man hier in der Nähe wohnt, dann sieht man den Baum einfach von der Autobahn sehr weit strahlen. So, ich glaube, jetzt war ich lang genug herumirrend. Es ist leider ein bisschen zu voll, um mal eben noch was abzureißen. Aber ich gehe jetzt mal zu den anderen, die dürfen jetzt so langsam fertig sein. Ich warte vor allem darauf, mit den anderen reunited zu sein, um dann mal den Adventure Trail zu erkunden, der ja neu ist diese Saison und den ich noch nicht kenne. Da bin ich sehr gespannt drauf, aber ich möchte jetzt natürlich warten, bis die anderen auch da sind. Ah! Okay, dann noch eben eine schnelle Schlossturmbesichtigungstour. Mystery Castle Short Cycle am Nachmittag bei Latsch drauf? Naja, hat trotzdem Spaß gemacht. Weiß ich nicht, Digga. Wo bleiben die? So, habt ihr da drin jetzt ein 5-Gänge-Menü bestraft oder was habt ihr da gemacht? Quasi, ja. Was gab's? Bei mir gab's diesmal Spinatspätzle. Und waren die gut? Die waren ziemlich lecker, aber halt auch sehr massiv. Ja, dann gehen wir doch jetzt erstmal Talokan fahren, oder? Ja. So, Tobi ist auch da, Chris ist da. Endlich wirkt es so, als hätte ich eine Begleitung. So, gerade noch eine Fahrt auf Talokan gemacht, diesmal vorne. Sehr schön. Und jetzt kommt was Neues. Deep in Africa Adventure Trail. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ich glaube, ich kann euch da sogar mitnehmen. Hab ich gehört. Huch! Ist ja ein bisschen wie eine Maze hier. Wir sind über der Schiene von Black Mamba. Ich werde bekloppt. Oh, da sind ja auch die Annentiere. Das ist aber echt schön, ey. Das ist aber auch echt, echt schön, habe ich gesagt. Mann, ey. Kann man heutzutage nichts mehr schön finden. Ausnahmsweise mal nicht. Oh, Anne, Giraffen sind da drüben. Guck die mal da drüben, bro. Added Difficulty wegen den nassen Oberflächen hier. Ja, das stimmt. Aber da, ja, ich sag mal nichts. Okay. Stürz nicht. Boah, der hält sich nicht fest. Okay. Es gibt Stau auf dem Adventure Trail, aber wir wollen unbedingt links gehen, weil da das Water Feature ist. Du musst dich der Geschwindigkeit der anderen anpassen. Oh, das sieht gut aus. Okay, ich vertraue dir. Die Krokodile lassen sich das richtig gut gehen da, ne? Du hast mich angeschnitten. Das sieht schon immer richtig cool aus. Verdammt geil gestaltet hier. Und gar nicht mal so zimperlich hier. Ich glaube, das meinten die mit Adventure. Oh, ich bin nass geworden. Ich glaube, ich tue mal die Kamera weg. Oh. Und Markus, warum muss ich denn jetzt hier lang gehen? Au, ja.
Jetzt sind meine Knie nass. Ich bin das ja gewohnt vom Spielplatz, ne? Mal sehen, ob du gleich was auch gewöhnt bist. Steil sei. Ist das hier der Central Hub oder was? Quasi. Oh, ist das hier am Brennen? Achso. Wo ist das alles? Oh, eine Rutsche! Viel Spaß beim Hochklettern, das ist sehr einfach extrem krass, wo du das hochkommst. Man hat das auf jeden Fall ernst gemeint hier. Ja. Nicht einfach nur so ein kleines extra Featurechen neben der Achterbahn, sondern das ist richtig ein vollwertige Attraktion. Mega cool. Wo bin ich hier reingeraten? Das ist ganz schön schnell! Au! What the hell, Alter? Und dafür die Rutsche. Ich bin einfach komplett flabbergasted. Wie die das hier so in den Felsen gesprengt haben, alles ist ja mega geil. Also teilweise weiß man überhaupt nicht, wo man ist. Hier ist auch noch die neue Coca Lodge. Was geht ab? Mega cool. Also es ist so, wie ich eben gesagt habe, es ist nicht so ein kleines Add-on zur Achterbahn, sondern es ist eine eigenständige Attraktion. Mega geil geworden. So, wir haben mal gefahren durch den Adventure Trail. Ist jetzt nochmal ordentlich mehr los um die Strecke drumherum, wo man dran vorbei rast, runter durch und so weiter. Schon mega cool. Ja, ich denke, ich werde gleich mal die Kamera wechseln müssen, weil die Dunkelheit bricht ein. Ich weiß gar nicht, ob wir die Baumzeremonie jetzt schon verpasst haben oder nicht. Wir gucken mal. Dieser Bereich ist neu für mich, beziehungsweise das ist ja die alte Terrasse, aber diese Treppe ging ich nie zuvor. Ein komisches Gefühl. Ja, ist schön geworden, die neue Treppe. Läuft sich gut. Schön thematisiert. Schön viele Stufen. Finde ich gut, ja. Dieses Jahr wieder diese Show Puls von Hochburg, wo hier Licht und Sound und so weiter ist. Diesmal auch mit Pyrotechnik. Sehr schön. So, wir mussten gerade kurz fly fahren. Wie ich eben sagen wollte, es ist wieder extrem schön hier von der Atmosphäre. Diese kleine Show, die hier abgefeuert wird. Mega cool gemacht. Die Musik ist geil, die Lichteffekte sind geil. Diesmal auch mit Pyrotechnik. Der Puls von Hochburg heißt das Ganze. Läuft hier, glaube ich, stündlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Sehr schön. Und auch wieder eine sehr schöne Fahrt auf Fly. Übers nächtliche Rundburg fliegen ist einfach unvergleichlich. So, jetzt gehen wir mal nach Fantasy, mal so Winters fahren oder sowas. Markus, wie viele Lichter sind das? Ich glaube mehr als 12. Ich sag 3. Alle guten Dinge sind 3. Okay. Was ist, wenn da mal eine ausfällt? Geht die ganze Kette dann aus? Dann ist Explosion. Apropos Fackeln, haben gerade schnell noch Tempo de Fuego geguckt. Tempo de Fuego, die Projection Mapping Show mit Feuereffekten bei Chiapas. Wieder sehr schön dieses Jahr, sehr beeindruckend immer wieder und sehr warm. Und apropos Show, wir fahren jetzt noch eine Runde auf dem Ding hier, wo auch dieses Jahr
Projection Mapping stattfindet. Das gucken wir uns gleich auch noch mal ein bisschen genauer an. Wir haben noch nicht ganz gecheckt, ob das eine Show ist, die stattfindet, oder ob das einfach durchgehend läuft. Aber sieht auf jeden Fall cool aus. Gucken wir uns gleich noch mal aus einem besseren Winkel an. Mal sehen, jetzt noch mal da drauf an. Mal gucken, ob es sich anders fährt, wenn die Projection Mapping Show läuft, oder? Das ist bestimmt viel heller da drin. Es ist Schneck, der Emo-Drache. Sieht cool aus. Ja. Also anscheinend läuft das Projection Mapping. Wow. Anscheinend läuft das Projection Mapping die ganze Zeit. Und dann immer wieder zwischendurch kommt so ein Teil, so ein Showteil mit Musik und allem, der das. Wo dann so ein bisschen die Story so erzählt wird. Ja. Wir gehen jetzt, glaube ich, nochmal Taron fahren, ne? Gehen wir nochmal Taron fahren? Ja? Gut. Machen wir. Ist auf jeden Fall echt geil, dass man das von so vielen Stellen aus dem Park raus auch sehen kann. Schon echt cool. Hier für euch nochmal die neue Treppe in Lea. Neue Treppe, Leute, oder? Sehr schön. Was auch sehr schön war, war Taron gerade nochmal zu fahren. Es ist einfach das Schönste. Taron im Dunkeln beim Wintertraum zu fahren, wenn alles voll genebelt ist. Wo war meine Stimme gerade eigentlich? Wenn alles voll genebelt ist, der Graben schön rot leuchtet. Es macht einfach so Bock. Diese Infosäule ist auch neu. Und wir fahren jetzt nochmal fly zum Abschluss, würde ich sagen. Weil wir haben jetzt irgendwie halb acht oder so. Also um 8 Uhr macht der Park zu. Nehmen jetzt nochmal eine Runde fly mit. Und genießen das nochmal sehr. Es ist ein sehr, sehr schöner Wintertraum. Also Wintertraum ist auch eins dieser Events, die einfach schöner werden von Jahr zu Jahr, weil man sich einfach noch mehr dazu ausdenkt. Wie zum Beispiel das Projection Mapping auf Mystery Castle, was ich sehr cool finde. Einfach eine schöne Bereicherung. Die Shows haben wir uns jetzt gar nicht angeguckt, aber da gibt es auch hier und da neue Sachen. Und mit Sicherheit gibt es auch irgendwas Neues beim Essen, aber auch da sind wir heute gar nicht zu bekommen groß. Ich droppe das Wort jetzt wieder. Das war eine wahnsinnig pittoreske Fahrt. Es ist schon relativ leer. Man fliegt über dieses schon relativ leere Burgburg, überall diese Beleuchtung. Dann diese intensive Fahrt dazu. Ich finde immer noch der Part, wenn es sich runterzieht in den zweiten Launch. Mega geil. Super, super spaßig, super schön. Da sind die Jungs. Na, wie hat's euch gefallen? Daumen hoch bei allen. Ja, sehr schön. Sehr schöner erster Wintertraumtag. Ich weiß nicht, wow. Warum schneit's hier? Schneit echt, ne? Da haben sie ja auch irgendwo eine Schneekanone hingestellt. Ach, Fly hat jetzt auch Feierabend anscheinend, ne? Okay, der Tag ist definitiv vorbei, weil es ist jetzt wieder die Musik ausgegangen. Es ist nicht das erste Mal, dass das passiert, wenn wir Burgburg verlassen. Ja. Wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Wintertraum. Tolle neue Sachen, tolle neue Shows. Also die Shows, die richtigen Shows haben wir uns ja jetzt nicht angeguckt, aber die Mapping-Geschichte sehr schön, auch die wiederkehrende Mapping-Geschichte sehr schön. Burgburg wie immer noch extrem, extrem atmosphärisch, besonders im Dunkeln. Klugheim auch extrem atmosphärisch und einfach, ist einfach geil. Ihr kommt einfach hin, sichert euch euer Wintertraumticket und genießt es hier. Es ist, auch wenn man gar nicht so viel fahren möchte, wir sind jetzt auch gar nicht so viel gefahren, ehrlich gesagt. Also wir sind so zwischen so ein paar Attraktionen hin und her getingelt, mehr oder weniger. Lohnt sich auf jeden Fall. Habe ich jetzt irgendwie auch schon 15 Mal gehört. Wir gehen jetzt nach Hause. Macht's gut, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und wir sehen uns bald. Ich weiß nicht, ob es irgendein cooles T-Shirt oder so gibt. Ja, die hatten, glaube ich, auch ein Gold Rush T-Shirt für.
genau da sitzt, ah. Wir swipen Clubkarten locker aus dem Handgelenk. Wenn man uns folgt, wird man dafür reich beschenkt. Also komm in den Club und du wirst sehen, was es heißt, ein Teil von der Golden Tapes Gang zu sein.